Herzlich willkommen zu einer weiteren Runde League of Legends. Ich bin der Ram und heute spiele ich eine Runde Ultra Rapid Fire und zwar als Katus. Mit dabei ist wieder einmal der Jan und jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Zuschauen. Gehen wir zusammen auf die Bot? Jo, können wir machen. Ich mach mal den Sound hier wieder leiser. Jetzt geht das ja wieder. So. Jetzt platzt mir das Trommelfell. Hast recht, ich musste nur den Haken rausnehmen. Weil vorhin habe ich eine Runde gespielt, da war der Sound so leise, ich habe fast nichts gehört. So, wie ist denn das hier? Hast du unendlich Mana Rack, ne? Unendlich Mana Rack, 80% CDR. Zahlen sind ein bisschen groß. Jo, muss ich mal gucken hier. 40 Sekunden Cooldown. Ist da Ramos, yeah. Ist da Ramos. Ja, wollen wir uns schon mit dem anlegen? Nee. Ich werde sterben. Nein, oder? Vielleicht von uns, hat eh nur eine Minute Cooldown. Oh, er hat auch geflasht. Gut, sah doch ganz lustig aus. So, ich port nochmal zurück. Wir haben erstes Blut. LOL! Was sind wir für Maschinen? Habe ich sogar einen Assist für gekriegt. Yeah! Kann ich noch einen Heiltrank mitnehmen? Yes, siehste. Ja, hat sich gelohnt! Echt doch. So muss das losgehen. Machen gleich Porten, sagst du? Okay. Ja, ja, hat auch nur 60 Sekunden Cooldown. Oh. Kannst du immer wieder benutzen, eigentlich. Eigentlich, zum Beispiel mit Wukong, stelle ich mich hier mit Level 1 in das unsere Gebüsch und wenn die das Face checken, sind sie tot. Level 1. Mit der E, weil du die ganze Zeit hinterher springst, sie kommen nicht weg, wenn sie flashen hinterher. Stimmt, safe. Könnte ich doch mit Xin auch machen mit der E. Ja, ist immer safe First Blood. Cool. Einfach reinpushen, sagst ja, du, ja, ne? Einfach reinpushen. Gold generiert viel genug. Oh, oder Brand! Da kannst du ja alle Fähigkeiten auf einmal spammen. Ja, man kann es mit jedem. Ja, aber gerade bei Brand, da hast du ja Dauerstun. Ja, es gibt einen Delay dazwischen. Dauerstun gibt es nicht. Alistar kriegt das auch nicht hin. Alistar ist normalerweise auch so eine. Alistar Blitzcrank ist eine eklige Kombo. Die können dich einfach in den Tower ziehen, wenn sie es richtig machen. Mhm. So. Na, scheiße, verfehlt. Ja, aber der Plan war nicht schlecht. Hier, meine E kann ich doch dauerhaft laufen lassen, ne? Boah, ich hab zu viele Tower-Shots getankt, warum? Weiß nicht. Aber wenn das mal nicht lustig ist. Ah! Yes, baby! Nein! Der Tower Shot. Ja. Er hat mich geslowt. Ist egal. Ja, er konnte sich ja nur noch einen von uns beiden aussuchen. Ja. Lass mich in Ruhe! Ich hab doch gesagt, du sollst mich in Ruhe lassen, du Stoffel. Oh, ich geh mal kurz weg. Ja, mach das. Hab mir da den Masterplan ausgearbeitet. Ich hol mir als erstes Wille der Uralten. Ist nochmal ein bisschen CD drauf und Lifestyle. Das deckt nicht, aber ja. Aber der Lifestyle ist gut. Achso, mehr CD gibt's nicht? Nee, 80%, was willst du noch haben? Schade! Na gut, dann bleibe ich erstmal hier nur bei dem. Good job! In mich reinflechten, sag mal, hackt's oder was? Ich geh mir noch einen Red Buff holen, ne? Hm? Also Blue Buff braucht man nicht, aber Red Buff ist geil hier. Unstoppable. Mein Gott, der macht seinen Gegner aber richtig nass da, wa? Ezreal ist richtig eklig, kommst nicht weg von dem oder kommst auch nicht rein. Ah! Ich hab hier was gefunden, verdammte Axt. Hast du eine Ward, dann stell sie. Nee, hab ich nicht.
Nein! Dieser Gangster, jawohl! Hat der Israel aber aufgepasst. Stop killing and writer. Warum schreibt da denn der Dorfkopf? Ja. Ja, Frage. Oder? Gute Frage. Stoffel. So was Dämliches. Wenn er nicht spielen und schreiben gleichzeitig kann, dann soll er es lassen. Ja. Boah, Maschinengewehr-Kartus. Cool. Ich versuch den Drake. Boah, mit Maschinengewehr-Kartus NP, ey. Ja, guck dir das an, ey. Dung, 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 dung. Das ist cool. Danke, Ramos, für den Red Buff. Der ist Kumpel, wa? Ja, Mann. Nein, komm. So. Ich pushe einfach durch. So wie man das im Earth Mode macht. Ja, ich geh ein bisschen in den Gegner-Jungle. Ach, da gibt's aber gar nichts. Ey, den Red hab ich wahrscheinlich vom Ramos gerade bekommen. Darius hat keinen Bock mehr, glaube ich. Obwohl, eigentlich ist ein ziemlich ausgeglichenes Spiel noch, ne? Aria kommt zu stark, oder wird zu Earthworm. Du hast halt alle 5 Sekunden die Ult, wer will damit rankommen? Apropos, ich habe ja auch eine. Ja, stimmt. Können wir einfach mal so Hallo sagen. Das Lustige ist natürlich auch noch, mit meiner Ult, da heile ich mich ja jetzt auch so extrem. So, was geht? Push jetzt mit den Top-Lanern ein bisschen durch. Gut, geh ich ein bisschen Mitte. Mhm, weil da bin ich ja schon, hab schon den T2 auf der Bot. Das ist eine Amumu. Oh, okay. Blitzcrank macht natürlich seinen Job krass, wenn er mich reinfällt. Da. Ich hab mal Amumu. Nice. Easy. Der hat sich rangezogen an mich, da war er schon tot. Ult mal, kannst du ulten? Ja. Warte. Oh. Blitzcrank, oder? Nö. Hast keine AP? Nö, hat nicht geklappt, lol. Ja, doch, ich hab schon eine AP. Ja, da können wir aber sogar noch ein, zwei Runden spielen, war wenn auch total geht. Es geht immer so schnell. Ehrlich? Krass. Ich hab einen Red Buff. Oh, da kommt ein Ramos. Ich bin voll drinne hier! Ja, ja. Oh, jetzt können wir mal den Tower machen. Lol, was für ein Angriffstempo der Asia hat. Ist normal. Man kauft ja jetzt mit ihm. Ich glaube, man kriegt es auch noch.
Ja. Ah. Boah, haben wir uns aber. Schade, mehr ging nicht. Ging nicht, ist egal. Wie steht ihr vor der Base? Minute 10. Ja, das ist schon ein bisschen kränklich. Oh, ich habe ja eine Ult. Komm, die setzen wir erstmal ein. Scheißegal. Oh! Hallo, Amumu. Das tut mir leid, das war eigentlich nur Spaß. Ich wollte ihm gar nichts tun. Wir beenden jetzt einfach mal. Oder? Ich hol mir erstmal einen Red. Ach komm, machen wir erstmal hier Herold noch. Herold! Oder kommt ein Blitz? So, haben wir. Ich komme, John! Durchhalten! Nein, tot! Dammit! Ja, 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 ja! Was geht ab? Was geht ab? Was geht ab? Ja! Lol. Du hast es sogar überlebt. Hehe, tschakabum! Deswegen Lifesteal. Nee, Spellvamp. Ja, Spellvamp. Ja, und ich hoffe, euch hat das Game ein wenig gefallen und wenn ja, schaut mal wieder rein. In diesem Sinne, bis bald, euer Ram.